Carlos Bernegger, wie schwer ist der Entscheid gefallen, den Mahmud Karaba zu spendieren? Ja gut, wenn man die Bereitschaft nicht zeigt, nach mehreren Situationen, die vorgefallen sind, das zu ändern und zu akzeptieren, dann ist es natürlich nicht so schwer. Man hat sich bemüht mit allen Mitteln, versucht in dem Weg noch zu zeigen, dass man braucht eine bestimmte kooperative Einstellung, dass man braucht eine bestimmte Verantwortung bewusst und gleichzeitig mit einer Bescheidenheit den Weg mit den FC Luzern machen, die wir wollen. Und wenn ein Spieler das Gefühl hat, ist wichtiger als 113 Jahre Geschichte von einem Verein, dann ist natürlich inakzeptabel für mich. Ist es richtig, dass Sie den Entscheid getroffen haben, und zwar zum Wohle der Mannschaft und des Clubs? Ja, das ist der Fall gewesen. Kommen wir zum Basel-Spiel. Es ist ein Revanche, kann man das so interpretieren, im Gegensatz zum Schweizer Cup? Ja, es ist immer, ich rede nicht gerne über die Revanche, sonst jedes Mal musste man sich reagieren oder revanchieren. Ich möchte in diesem Zusammenhang, dass wir den Cup-Niederlage richtig können bearbeiten, dass wir in der Lage sind, die letzten 10 Spiele können noch lancieren, um unseren Platz bestätigen. Und von dem her, dass jetzt gerade wieder Basel kommt, ist eine gute Gelegenheit. Es wird ein anderes Spiel, es wird andere Voraussetzungen, andere Umstände, wo natürlich müssen wir uns gleich anpassen und vorbereitet sein. Der FC Luzern ist in Basel die erste Viertelstunde bis zum Unterbruch klar die bessere Mannschaft gewesen. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus aus den letzten 75 Minuten, um das Resultat positiv zu gestalten am Sonntag? Man muss effizient seine Chancen, die man kreiert, nutzen. Man muss über 90 Minuten in Basel die Aufmerksamkeit haben, seine Aufgabe können noch erfüllen, weil eine Mannschaft mit solchen Qualitäten sind natürlich gefährlich. Und auf das müssen wir vorbereitet sein. Und wie werden das sein? Emma Freuler, wie gespürt Sie nach der Notbremse? Mit welchen personellen Änderungen müssen Sie weiterrechnen? Oliver Bosanic ist gesperrt, Remo Freuli, das sind zwei Mittelfeldspieler. Das müssen wir noch Situation auch neu analysieren. Und von dem her, das wird sich mich zwingen. Betreffend Spielsystem, betreffend auch Strategie, sicher noch zwingen, eine oder andere Maßnahme noch zu treffen. Goal! FC Luzern 1, Basel! Hey Adi, der Match ist erst am Sonntag! FC Luzern gegen Basel! Diesen Sonntag ab dem 4 Uhr in der Swisspor Arena. Präsentiert von Swisspor, Swiss Life, Eichhof, Amberg, Kyocera, dem Ausrüster Adidas, Radio Pilatus und dem Hauptsponsor Ottos. Grüezi miteinander. Radio Pilatus Comedy Night im KKL Lucerne. Radio Pilatus Comedy Night im KKL mit dem Feri, Stefan Büsser, Helga Schneider, Sergio Sardella und der Margrit Borne. Am Samstag, 3. Mai im KKL Luzern. Tickets und Infos auf radiopilatus.ch.